glaube, an dieser Stelle, Sascha, müssen wir mal über uns reden. Wir stehen zur selben Zeit im Studio und sehen uns nie. Das stimmt, ja. Immer pünktlich, immer 19:30 und immer in verschiedenen Studios. Und das ist noch das, was vom SFB und vom UAB ja geblieben ist. Nämlich zwei Nachrichtenmagazine nebeneinander. Brandenburg aktuell und die Abendschau jeden Abend immer zur gleichen Zeit und das doch schon länger, als es den RBB gibt. Aber beide haben sich in der Zeit doch ganz schön verändert. Schönen guten Abend, seien Sie herzlich willkommen. Guten Abend. Willkommen heute Abend. Guten Abend, Brandenburg. Einen schönen guten Abend. Guten Abend und willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Abendschau. Hallo, guten Morgen. Und vor jedem guten Abend um 19.30 Uhr liegt ein langer Nachrichtentag in Berlin und in Brandenburg. Die Reporter von Abendschau und Brandenburg aktuell sammeln in Stadt und Land jeden Tag spannende Geschichten. Und das schon viel länger als 10 Jahre. Ab. Ihren 50. feierte 2008 die Abendschau direkt an der Spree und mit hunderten Gästen. Willkommen im Club der 50-Jährigen. Brandenburg aktuell wurde 2012 zarte 20 und die Gratulanten kamen ins legendäre Studio A im Potsdam-Babelsberg. Stolze Jubiläen sind eine Sache, frische Nachrichtensendungen eine andere. Und so gab es 2007 eine Verjüngungskur für die Abendschau mit einer Studiokulisse, als würde man vom Wolkenkratzer schauen. 2010 bekam Brandenburg aktuell ein neues Outfit und wechselte die Farben. Und wir sind dann morgen Abend wieder da, 19:30 Brandenburg aktuell. Bis dahin Ihnen allen einen entspannten Abend. Bis dann. Tschüss. Tschüss.